Servus beieinander, willkommen bei Connys Baustellenbrotzeit. Heute mit dem Special Guest Derby Dawi, Maxi Dawi. Servus. Und als Baustellenexpertin haben wir heute die Malis da. Die Servus. Gibt uns Servus. Nur eine schöne Tour von der Baustelle, dass wir sehen, was die letzten Wochen und Monate alles passiert ist. Und am Ende gibt es ein kleines Quiz und eine kleine Challenge. Dann schauen wir, ob wir einen Dawi auch brauchen können auf der Baustelle. Packen wir so. Malis, du als Bauleiterin kannst du uns ja sicher sagen, wo wir jetzt sind. Genau, wir stehen jetzt gerade im Herzstück vom Stadion, im Bowl-Bereich. Man sieht da schon, dass sie die Eisfläche abzeichnet. Die Bodenplatte ist mittlerweile fertig betoniert in dem Bereich. Im Hintergrund laufen die Arbeiten gerade noch aktiv an der Bodenplatte. Das wird später die Tiefgarage. Da sieht man jetzt auch gerade noch die Mikropfähle, die rausstehen. Und wir haben mittlerweile alle 6 Kräne aufgebaut, dass wir da jetzt auch richtig leistungsfähig sind. Und gehen jetzt dann in die Höhe und starten mit dem Wind. Dann sage ich schon mal danke für die Tour. Es waren interessante Einblicke. Bitte gern. Ja, und ihr seht, unsere Leute sind für euch am Schwitzen und jetzt lassen wir euch ein bisschen schwitzen. Erstes Dawi. Jawohl. Dann geht's jetzt ans Eingemachte. Ja. Packen wir an. Packen wir's. So Dawi, jetzt sind wir bei der ersten Challenge. Schubkorn Rally. Wir haben 2 Zementsäcke drin. Fahren um und um und wieder zurück. Malis geht's Zeichen, auf los geht's los. Jawohl. Auf die Plätze, fertig, los! Die Kurve wieder hingenommen. Ja, ich wollte rumdriften, hab dann die Kupplung zu früh loslassen und die Handbremse zu früh angezogen. Fahre aber rückwärts. Ja, ich habe meine Ladung einfach gesichert und deswegen ist nichts passiert. Und ja, bin froh, dass ich den ersten Spiel von mir gehört habe. Gratuliere zum ersten Sieg. Danke. Als nächstes kommt das Quiz. Da braucht man es nicht in den Haxen, sondern im Kopf. Deswegen ist das eher was für mich. Neue Challenge, neues Gesicht. Wir haben einen Philipp da, der stellt uns jetzt ein paar knifflige Fragen. Und schauen wir mal, wer Mörder weiß, ich oder der Maxi. Dann geht's gleich los mit der ersten Frage. Und zwar haben wir aktuell auf der Baustelle verbaut 453 Mikropfähle. Die haben eine Gesamtlänge von 4167 Meter. Wie viel von den Olympiatürmen, schätzt das, ist das in Summe? Du darfst anfangen. 12? Keine Ahnung. 25. Da liegst du leider falsch. Weil der Olympiaturm hat nämlich eine Höhe von 291 Metern und das wird somit genau 14,1 Olympiatürme ergeben. Also würde ich als Gewinner den Maxi erklären. Unseren Polier, den Rick, den habt ihr ja alle schon kennengelernt. Was denkt ihr, wie viele Schritte, dass der jeden Tag da auf der Baustelle ungefähr geht? Maxi? 28.000. Ja, da haben wir jetzt eine Punktlandung und zwar beim Conny. Der hat so ungefähr die Schätzung vom Rick, seine Schritte jeden Tag. Also mit 30.000. Ich habe meine Sonntag und ich habe die jeden Tag an. Da weiß ich genau, wie viele Schritte ich mache. Und ich denke mir, der ist auf jeden Fall ein bisschen mehr dagegen. Somit hätten wir jetzt auch unentschieden. Also hätte ich gesagt, sind wir bereit für die Entscheidungsfrage? Ja. Ehrlich? Momentum ist auf meiner Seite. Und zwar haben wir ja da aktuell 6 Krane auf der Baustelle stehen. Der höchste wäre der Kran 1 da. Was schätzt ihr, wie hoch das der ist? 4, gell? Magst du gleich loslegen, ja. 90 Meter. Sag ich 100. Da seid ihr beide ein bisschen zu hoch. Und zwar sind es 55 Meter. Somit hätten wir jetzt auch einen Gesamtsieger von den 2 Spielen.
Und das wäre in dem Fall der Maxi. Maxi, gratuliere. Vielen Dank. Ort? Nein, Schwan. Das gibt's ja gar nicht. Regie hat mir gerade mitteilt, dass du beschissen hast. Okay, woran? Ja, beim Start. Ich würde sagen, die habe ich jetzt gewonnen. Deswegen nageln wir jetzt noch um einen Sieg. Dann holen wir es da. Sehen wir mal. So, grande Finale. Für das Finale haben wir jetzt extra noch ein neues Gesicht, die Gisa. Und die erklären uns jetzt die Spielregeln. Genau, Jungs. Jetzt geht es darum, eure Kompetenz im Nageln zu zeigen. Der, der hier gewinnt, gewinnt das Gesamte. Und der Verlierer, wie ihr wisst, muss die Strafe am Ende machen. Ich bin ein Gentleman, Darby. Leg los. Ohoho. Das habe ich spekuliert. Aber es ist bitter. So Jungs, das dauert mir hier alles zu lange. Ich würde sagen, ihr dreht jetzt mal den Hammer um und haut ihn mal rein. Dann haut drauf, darf ich wieder anfangen, gell? Ich muss jetzt sitzen. Hast du auch nicht gehört, ne? Ja. Das ist der Ball. Du musst unbedingt auf den Kran aufgekraxeln, oder wie? Ja, weil meiner schief ist. So, Glückwunsch, Conny. Du hast das gesamte Spiel gewonnen. Glückwunsch. Danke, Darby. Ich habe mir meine Brotzeit jetzt verdient. Und du gibst deine jetzt ab. Und die bringt jetzt einen Kranfahrer auf. Weißt du eh, 55 Meter hoch, solltet ihr es gleich haben. Na, freilich. Viel Spaß dabei. Jawohl. Geht's gut. Eine Brotzeit ist für mich. Die andere ist für den Kranfahrer. Du weißt, was lang geht. Jawohl. Ich soll mal schön ins Platz und schau zu. Wenn du meine Daumen hochkriegst, darfst du loslegen. Alles klar, perfekt. Lauf noch mal durch. Jawohl, sehen wir uns später. Ja, bis später. So, jetzt geht's los. Schauen wir mal da. Schauen wir, jetzt geht's auf wieder. Die Wurst sind wir die Stelle ein bisschen beim Affekraxeln. Wo ich mir nicht alles durchgehe. So, jetzt haben wir einen Griebigsplatz gefunden. Darby hat auch schon den Daumen hochgekriegt, der ist schon unterwegs. Und das war's eigentlich schon wieder von Connys Bausteinbrotzeit. Schön, dass ihr dabei wart. So, jetzt sind wir herum. Servus! Ich muss erst mal die Leberkasse mitgeben. Gut gemacht, Darby!